Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. Heute schauen wir uns eine Klausuraufgabe an, wo wir drei Potenzreihen auf Konvergenz, absolute Konvergenz und Divergenz überprüfen. Folgende Potenzreihe sollen wir auf Konvergenz, absolute Konvergenz und Divergenz überprüfen. Wir schreiben die Aufgabe um und vergleichen sie mit der Potenzreihenformel. Dadurch erkennen wir, dass der Entwicklungspunkt gleich 0 ist. Dies wird für alle drei Aufgaben der Fall sein, welche wir in diesem Video anschauen. Also können wir die Formel vereinfachen. Mit dem Konvergenzradius können wir bestimmen, wo die Potenzreihe konvergiert. Für an setzen wir die Folge 1 über n hoch n ein. Die Betragsstriche können wir weglassen, weil der Bruch 1 über n hoch n immer positiv ist. Die nte Wurzel hebt sich mit der nten Potenz auf. Der Limes Superior von 1 über n für n läuft gegen unendlich ist 0. Nach der Formel von Cauchy-Hadamard folgt aus der Definition von 1 über 0, dass r gleich unendlich ist. Damit konvergiert unsere Potenzreihe für alle z in den komplexen Zahlen absolut. Nun kommen wir zu der zweiten Aufgabe. Hier ändert der Nenner von n hoch n zu n². Erneut berechnen wir den Konvergenzradius nach Cauchy-Hadamard. Wir schreiben den Ausdruck um. Für n läuft gegen unendlich, erhalten wir für den Limes Superior den Wert 1. Unser Konvergenzradius ist entsprechend 1. Für z im Betrag kleiner 1 konvergiert die Potenzreihe absolut. Und für z im Betrag größer 1 divergiert sie. Wir müssen jetzt überprüfen, ob der Rand des Konvergenzreises konvergiert oder divergiert. Der Rand liegt bei z-Betrag gleich 1. Z ist also plus minus 1. Wenn wir plus 1 in die Potenzreihe einsetzen, erhalten wir die Summe von 1 über n² für n gleich 0 bis unendlich. Diese Reihe konvergiert nach dem Majorantenkriterium mit Vergleich der Teleskopreihe. Für z gleich 1 konvergiert die Reihe also. Nun betrachten wir den Fall für z gleich minus 1. Hier haben wir eine alternierende Nullfolge. Nach dem Leibniz-Kriterium ist entsprechend auch diese Reihe konvergent. Und somit konvergiert die Potenzreihe auf dem Rand des Konvergenzkreises. Zusammengefasst konvergiert die Reihe für z ist in dem abgeschlossenen Intervall von minus 1 bis 1. Und divergiert außerhalb. Und zu guter Letzt schauen wir uns diese Aufgabe an. Im Nenner steht nun Wurzel n. Wir fügen erneut die Folge in die Formel von Cauchy-Hadamard ein und formen um. Auch hier ist der Konvergenzradius für n gegen unendlich gleich 1. Für den Fall z gleich 1 ergibt sich die Summe von 1 über Wurzel n für n gleich 0 läuft gegen unendlich. Diese Reihe ist nach dem Minorantenkriterium mit Vergleich mit der harmonischen Reihe divergent. Für z gleich minus 1 haben wir eine alternierende Nullfolge. Nach dem Leibniz-Kriterium ist diese Reihe konvergent. Diese Potenzreihe konvergiert also für alle z in den komplexen Zahlen ohne die 1 und sie divergiert für z gleich minus 1. Was zu zeigen war? Ich habe eine Verbildlichung der Potenzreihe erstellt. Dadurch kannst du dir noch besser vorstellen, was eine Potenzreihe ist. Schau dir dieses Video an, um die Visualisierung und ein weiteres Beispiel zur Potenzreihe zu sehen.